Heute startet das erste Experiment mit meiner neuen Vlogging-Kamera und ich fahre jetzt in die Autowerkstatt. So, es ist richtig schlechtes Wetter. Ich bin auch noch gar nicht zurecht gemacht, komplett ungeschminkt und Haare nicht gemacht. Aber das ist auch egal. Denn es ist eh Regenwetter. Ich fahre jetzt mein Auto abgeben in die Werkstatt. Meine Klimaanlage funktioniert nicht. Zum Glück ist es heute nicht warm. Deswegen kann es mir egal sein. Und dann treffe ich mich mit einer Freundin, denn wir fahren zusammen in den IKEA. Ich wollte heute mein Zimmer ein bisschen hübscher machen. Es ist schon hübsch, aber ich wollte es noch ein bisschen umändern und mein Studio noch ein bisschen aufbauen. Und da brauche ich halt ein paar Sachen aus dem IKEA. Ich fahre jetzt los und wir sehen uns nachher. Ich habe jetzt nach gefühlten 100 Jahren endlich eine Vlogging-Kamera und kann vloggen! Deswegen wollte ich euch das nochmal vernünftig mitteilen, anstatt hier gerade so hektisch im Treppenhaus. Ich werde jetzt sehr, sehr viele Vlogs auf meinem Kanal hochladen, weil es das ist, was mir einfach am meisten Spaß macht. Wenn ich euch mitnehme in meinem Alltag und ihr so ein bisschen seht, was ich mache, wo ich denn unterwegs bin, wie so ein Tag von mir aussehen kann. Ja, das wollte ich euch nochmal vernünftig mitteilen, wie gesagt. Ich bin auf dem Weg zur Werkstatt und nach der Werkstatt nochmal schnell nach Hause und dann geht es heute in den IKEA. Ich freue mich auch schon mega. Wir sind in Köln, in Godorf. In Godorf im IKEA, da war ich persönlich noch nie. Ich fahre immer in den anderen, größeren, am Butzweiler Hof und ich hoffe natürlich, dass die meine Sachen haben. So, ihr Lieben, ich habe jetzt meinen Leihwagen. Mein Auto ist erstmal bis morgen in der Werkstatt, weil meine Klimaanlage, wie gesagt, kaputt war. Und ich sitze hier in einem fetten, riesen SUV und das fährt sich einfach mega. Und ich muss aufpassen, dass ich mich nicht verliebe, weil sonst ist es der nächste Wagen, den ich fahre. Haha, Spaß. Naja, ich, wie gesagt, fahre jetzt noch schnell nach Hause, mache mich fertig und muss meine Freundin abholen. Das hat jetzt noch ein bisschen länger gedauert in der Werkstatt, aber es war ein ziemlich lustiger Berater oder ja, Service-Mitarbeiter. Sehr, sehr nett alle dort. Das war nämlich gerade hier in Bergisch Gladbach und jetzt fahre ich weiter nach Köln. Und ja, ich habe bis jetzt nur gefrühstückt, habe natürlich mega Hunger, hatte zwei Brote, aber das reicht ja nicht, ne? Deswegen müssen wir auf jeden Fall nachher noch essen gehen, mal gucken, was es wird. Ich muss mir, glaube ich, noch so eine Halterung für die Kamera im Auto kaufen. Aber so hält es eigentlich, ne? Also ist nichts für die Dauer, aber noch komme ich damit zurecht. Ja? Ich muss mich an die Kamera auch noch gewöhnen mit dem Vloggen und so. Wie gesagt, ich habe die erst gestern bekommen und heute teste ich sie direkt. Und ja, ihr könnt mir ja in die Kommentare schreiben, ob ihr diese Vlogging-Geschichte jetzt auf meinem Kanal toll findet oder eher für die anderen Videos seid, Looks und so oder Get Ready With Me's oder ob ihr tatsächlich mehr dieser Vlogs sehen wollt, schreibt es mir doch einfach mal unten in die Kommentare. Möchte einfach auch nochmal eure Reaktion dazu sehen. Schnell fertig gemacht und fahre jetzt los Richtung Innenstadt, weil ich meine Freundin abhole. Und wie soll man denn Köln auch anders kennen? Es ist überall Stau, alles dicht. Ich hasse es. Ich hasse es einfach.
Arbeit mal unterwegs sind. Schatz, ess mal das mit das. Schmeckt super. Nein? Danke, willst du hiervon? Mhm. Die mag ich nicht. Ja, dann nehmen wir, aber ich nicht. Ist das nicht schön? Nicht deswegen. Der Lern ist nicht so meins. So. Aber du warst doch sonst mal jeden Samstag da, oder? Den will ich haben. Den nehme ich hundertprozentig mit. Richtig schön, Salem. Soll ich den nehmen? Ich finde den auch schön. Kann man immer sein ganzes Outfit sehen, ne? Das wird mein Spiegel. Richtig präsent. Mein Spiegel. Ich wundere, das funktioniert hier. So, soll ich ein bisschen was zu unserem Einkaufswagen erzählen? So, ihr Lieben. Wir wollten eigentlich nur 2 oder 3 Sachen kaufen. Dem ist nicht so. Das ist mal wieder ein bisschen eskaliert hier. So typisch bei Frauen, ne? Die eine braucht noch das, die andere braucht noch das. Dann inspiriert man sich gegenseitig und dann eskaliert's. Aber wir sind jetzt soweit fertig. Gegessen haben wir auch schon. Ich nehme auf jeden Fall diesen hammermäßigen fetten Spiegel mit. Und dann geht's nach Hause.